wir mal eine Tankstelle bauen für Mobs, denn wenn einer sich eine Stadt baut ohne irgendwelche DLC-Pakete und so, wo man keine Autos hat, bleiben uns natürlich nur noch Pferde, Schweine und natürlich die neuen Schreiter übrig. Und ich denke mal, so eine Tankstelle kann man immer gebrauchen und daher nehmen wir uns heute mal Blöcke und basteln sie uns. Heute brauchen wir ganz einfach mal gesagt für unsere Tankstelle ein paar Steinstufen der Nerit-Blöcke. Dann holen wir uns ein bisschen gelben Beton raus, dann ein paar polierte Schwarzsteinstufen, dann nochmal glatte Steinstufen, dann holen wir uns ein paar Redstone-Lampen raus, dafür dann natürlich noch ein Tageslichtsensor, dann noch ein paar Auswurfblöcke, kannst auch gerne Spender nehmen und dann noch einen Magneten. Wir beginnen dann erstmal mit den Säulen von unserer Tankstelle, das heißt wir schnappen mal unsere Nerit-Blöcke und ich setze mir erstmal eine 5er-Reihe einfach mal hoch. Davon mache ich mir 3 Stück, die immer einen Abstand voneinander so etwa 7 Blöcke haben. Also wir gucken in 7 Blöcke und machen wieder einen 5er hin. Dann gucken wir wieder hier, haben wir 7 Blöcke und machen wieder einen 5er hin. Wenn wir das dann 3-mal gemacht haben, können wir gleich darauf noch 5 weitere gelbe Betonblöcke uns einmal setzen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 setzen wir davon auch nochmal rauf. Sobald wir dann natürlich auch nochmal unsere gelben Betonblöcke hier raufgesetzt haben, können wir darauf gleich eine Platte setzen. Und zwar geben wir zu den Seiten jeweils 3 weitere Blöcke und nach vorne und hinten jeweils 8 Blöcke. Muss ich mal gucken. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und nach hinten genau das gleiche Spiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Sobald wir auf beiden Seiten unsere Abstände haben, ne, Vorder- und Rückseite jeweils 8 Blöcke lang und die Seiten 3 Blöcke, können wir das natürlich miteinander noch alles zuziehen und verbinden. Sobald wir das oben zugezogen haben, schnappen wir mal unsere polierten Steinstufen. Die wollen wir einmal an der Seite nochmal so platzieren, dass wir, sag ich mal, hier uns 2 Stufen so übereinander stapeln. Die ziehen wir natürlich hier einmal ringsrum überall. Und danach, wenn wir das soweit haben, können wir die Mitte hier einmal mit unseren glatten Steinstufen noch befüllen. Sobald wir unser Dach mit den Stufen platziert haben, geht es ran an unsere Beleuchtung von der Tankstelle. Wir schnappen unsere Redstone-Lampen und Tageslichtsensor und fangen auf dem Dach einfach mal hier an der Seite an. Wir lassen einfach mal 2 Stufen vorne Platz, an der Seite eine und dann können wir hier einmal das freihauen. Jetzt gehen wir mal nach hinten und lassen dazwischen mal 3 Blöcke Platz. Gucken wir am besten von der Seite, ist mal leichter. Zack, erstes Mal, machen wir noch ein zweites Mal und ein drittes Mal, sodass wir 4 Löcher haben. Dann gehen wir mal zur Seite weg, lassen jetzt dazwischen einfach mal 5 Blöcke Platz und können den nochmal so das gleiche Muster hier einfach mal reinhauen. Jetzt können wir uns auch ein bisschen zur Seite orientieren, ne? Immer bei dem dritten Block. Zack, 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 schlagen wir das Ganze mal frei. Jetzt lassen wir dazwischen einfach mal 7 Blöcke Platz, können das Ganze dann hier wieder nochmal so freihauen, das Ganze auch wieder einmal da hinten weg und können wir wieder 4-mal insgesamt hier alles machen. Und dann machen wir es noch ein letztes Mal, lassen jetzt wieder einfach mal zur Seite, würde ich mal sagen, 5 Blöcke Platz. Ja, genau, 5 Blöcke müssen wir ja Platz lassen. Also auch hier wieder unsere Löcher schlagen wir einmal rein. So, wenn wir das Ganze haben, können wir natürlich einmal unsere Redstone-Lampen hier drin platzieren, wie natürlich unsere Tageslichtsensoren und sollten die dann einmal auf Nacht stellen. Sobald wir unsere Sensoren wie Lampen verbaut haben, können wir einen kleinen Test machen und stellen das Ganze mal auf Nacht. Ja, das passt. Alles gut erleuchtet. So können wir auch nachts immer schön unsere Pferdchen und sowas auftanken hier an der Tankstelle. Und dann wollen wir gleich weitermachen. Wir schnappen uns erstmal unsere Steinstufen und fliegen mal unten zu unseren Säulen hin. Da können wir eigentlich eine Fläche von 3 und eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 einfach mal hier ringsherum mit unseren Stufen das Ganze einmal ziehen. Denn jetzt wollen wir unsere Zapfsäulen einmal machen. Das heißt, jedes Mal hier machen wir Breite 3, Länge 8. Mit unseren Stufen hier erstmal lang. So, wir können auch ruhig auch schon einmal vor der Säule hier gerne noch eine Stufe setzen. Ne, die ist ja, sage ich mal, nicht verbunden mit unseren Subsäule. Von daher trennen wir das Ganze. So, hier machen wir auch nochmal unsere Stufen. Und wenn wir das soweit haben, können wir jetzt einmal unseren gelben Beton nehmen. Gleich danach hier schon mal einen weiteren Block davon setzen. Dann geht es schon mal ran an unsere Auswurfblöcke. Die einmal bitte so platzieren, dass sie mit der Öffnung nach oben sind. Das können wir hier auch jedes Mal hier einmal schon so alles vorbasteln. Ne, wenn wir alles, sage ich mal, hier schon gleich nachbauen, ne, dann haben wir hier nicht die Arbeit, die Zapfsäule einzeln so zu machen. Gleich danach setzen wir den Magneten einmal rauf. Wegen der Textur finde ich das eigentlich super für unsere Zapfsäule. Zack, zack, einfach hier Magneten überall rauf. Danach platzieren wir wieder ein paar gelbe Betonblöcke einfach mal auf unsere Magneten. Hier überall noch einen weiteren rauf. Und dann brauchen wir erstmal neues Blockmaterial, um unsere Zapfsäulen fertig zu bauen. Wir holen uns einfach mal einen Kessel raus. Dafür natürlich dann einen Eimer mit Wasser. Dann holen wir uns noch ein paar Hebel raus. Dann auch ein paar Steinknöpfe. Dann holen wir uns ein paar Eisengitter noch raus. Dann ein paar dunkle Schilder. Dann am besten noch ein paar... Oh, achso, das kann ich ja platzieren.
Natürlich dann noch ein paar dunkle Schilder, wieder natürlich hier ein paar geschnittene Steinstufen. Und dann noch zu guter Letzt ein paar Steintreppen wie Steinstufen. Zuallererst platzieren wir die Kessel mit Wasser, den einfach hier vorne hin, denn ich denke mal, nun, so manchen Tankstellen gibt es ja, sag ich mal, immer einen Eimer mit Wasser, ne, für seine Fensterscheiben, die zu putzen. Und in Minecraft können wir einfach unsere Fahrzeuge nochmal gut auftanken, trinken, ne, nebenbei halt den Sprit. Dann nehmen wir gleich mal unsere Schilder zur Hand. Die können wir einmal über unsere Magneten hier am gelben Betoneimer auf beiden Seiten platzieren. Da könnt ihr gerne immer die Preise, was das so ein bisschen was kostet, ne, wenn einer was tankt. Danach kommen wir schon zu unseren Knöpfen wie Hebeln. Die Knöpfe platzieren wir einmal an der Vorderseite hier. Wenn wir von der Tankstelle nach vorne gucken, einmal an Magneten. Die Hebel platzieren wir jeweils hier an den Seiten. Zack, zack. Und dann nochmal einmal hier oben an der Ecke von unserem gelben Betonblock. Anschließend wollen wir dann einmal auf unseren Hebel eine Kette uns platzieren. Und auf der Kette platzieren wir dann einfach nochmal ein paar Sandsteinstufen. Zack, insgesamt machen wir da einfach mal, würde ich mal sagen, 4 Stück drauf. Das sollte reichen und das können wir hier überall machen. Sobald wir die Sandsteinstufen oben noch platziert haben, können wir sie immer noch auf unserem gelben Beton hier einmal hinten noch platzieren. Das machen wir überall. Und sobald wir das haben, bleibt noch eins übrig und zwar unsere Steintreppen und Steinstufen. Wir möchten oben noch unser Logo machen von der Tankstelle. Ist ja eine Mob-Tankstelle, von daher schlagen wir hier mal so ein bisschen was weg. Und zwar, wir lassen einfach an der Seite hier 2 Stufen Platz, schlagen uns erstmal 3 weg. Und hier wollen wir uns natürlich einmal das M fertigen. Einfach 2 umgedrehte Treppen in den Ecken hin, eine Stufe schon mal dazwischen. Und dann setzen wir auf den Treppen einfach noch so einen Block hin. Gleich daneben machen wir das O, einfach eine Blockreihe Platz lassen, Treppe unten hin, Stufe oben hin und fertig. Dann lassen wir wieder eine Blockreihe Platz, schlagen hier uns 2 weg. Und hier wollen wir uns einmal das B kennzeichnen, einfach mal 2 normale Treppen hier hin, dann eine normale Treppe hier, umgedrehte hier hin. Und nochmal 2 normale Stufen oben drauf. So wollte ich mich das aber jetzt nicht so lassen, denn wir sehen hier ein bisschen was vom Dach. Von daher schnappen wir uns nochmal unsere polierten schwarzen Stufen und können hier hinter einfach mal so eine Reihe noch extra hier mit den ja, schwarzen Stufen uns einmal noch so ausfüllen. So, damit man, sage ich mal, diese Lücke hier nicht sieht. Dann geht es wieder weiter mit einem neuen Bauteil von unserer Tankstelle. Da holen wir uns mal ein paar polierte Schwarzsteinmauern raus, Treppen, Stufen und dann ein bisschen gemeißelter Schwarzsteinblock. Dann ein bisschen schwarzen Beton, gelber Beton wie immer. Dann holen wir uns wieder unsere dunklen Schilder einmal raus und noch ein paar Gegenstandsrahmen. Wo du dir dein Tankstellenschild hinbastelst, ist ganz dir überlassen. Musst du gucken, wo es dir am besten halt gefällt. Ich hätte es gerne immer gerne bei der Einfahrt. Von daher platziere ich mir jetzt erstmal hier 3 Mauern einfach mal hin. 1, 2, 3. Darüber mache ich mir einfach mal 2, da müssen wir ein bisschen extra basteln, einfach mal so 2 umgedrehte Treppen einmal hin, die, sage ich mal, in die Mitte gucken. Das können wir noch einmal verbinden mit einer Stufe und dann können wir darauf jetzt hier an der Seite einfach mal 5-mal unseren gelben Beton setzen. Dann setze ich mir einmal hier unten in der Mitte einen gemeißelten Block hin und dann nochmal oben einmal. Neben den gemeißelten Block können wir wieder einmal gelben Beton setzen und dazwischen diesen Raum füllen wir mal mit dem schwarzen Beton aus. So, hier unten kommt nochmal gelber Beton hin. Dann können wir ganz oben nochmal eine Stufenreihe raufsetzen und dann ist unser Schild ja so an sich schon fertig. Jetzt könnt ihr natürlich hier einmal raufschreiben mit den Schildern, was das für ein ganzer Sprit ist. Ihr könnt dann gerne noch hier mit den Gegenstandsrahmen anzeigen, was ihr da gerne, sage ich mal, verkauft als Sprit. Ne? Und dann könnt ihr euch da ein bisschen austoben, seid kreativ, was ihr, sage ich mal, so euren Mobs verkaufen wollt, um sie immer schön aufgetankt hier wieder weiterfahren zu lassen. Wir können natürlich auch, sage ich mal, hier an unsere Zapfsäulen oben auch nochmal ein paar Gegenstandsrahmen machen. So könnt ihr immer anzeigen, was wo zu tanken ist, damit ihr da auch nicht unbedingt das Falsche tankt. Da könnt ihr auch kreativ sein und macht dann halt das in den Gegenstandsrahmen rein, was ihr natürlich an dieser Tankstelle auch, sage ich mal, ja, verkaufen wollt. Es geht noch einmal ran mit neuen Blöcken. Wir holen uns mal ein bisschen grauen Beton raus. Polierte Schwarzsteinstufen, glatter Stein holen wir uns mal raus, dann noch mal wieder ein paar Mauern. Ich empfehle euch heute mal weißes Glas für die Fenster. Dann holen wir uns noch polierten Basalt raus. Denn eine Schwarzeichentür empfehle ich heute mal. Wieder natürlich dann auch die passende Treppe dazu. Und dann noch mal eine Stufe. Jetzt wollen wir natürlich das Häuschen bauen von unserem Tankstellenmeister. Von daher würde ich mal sagen, richten wir uns so ein bisschen von der ersten Zapfsäule hier oder von der Säule hier einmal. Wir können auch ruhig hier von der Stufe einmal ausgehen. Da gehen wir jetzt einfach mal 4 Blöcke nach hinten, obwohl 5 Blöcke nach hinten. Ja, 5 Blöcke wäre besser. Einfach mal so 5 Blöcke so schräg davon nach hinten. Wir gehen nochmal ein so ein bisschen mehr, dass der so über unsere Zapfsäule ein bisschen rüber steht. Und dann wollen wir hier eine gerade Reihe machen von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blöcke. Wir können hier ruhig auch schon die letzten oder vorletzten 2 Blöcke mal durch unseren Basalt mal einmal austauschen.
So, dann wollen wir natürlich noch einmal nach hinten gehen. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke ran. Insgesamt haben wir hier dann eine Breite von 9. Also vordere Länge 16 und die Breite ist dann 9 Blöcke. Und wenn wir das dann soweit erstmal haben, können wir das Ganze auch hochziehen auf eine 6er Höhe. Müssen wir mal gucken, ob wir auch 6 Blöcke haben. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und können das Ganze erstmal hochsetzen. Sobald wir das hochgesetzt haben, geht es weiter mit unseren polierten Stufen. Die können wir einmal hier oben an der Kante ringsherum setzen und in der Mitte setzen wir einmal unseren glatten Stein rein. Sobald wir das haben, schnappen wir einmal unsere Mauern und wollen noch ein bisschen hier unser Dach abstützen. Da gucken wir einfach mal vorne zu den Säulen und genau hinter diesen Säulen setzen wir einfach unsere Mauern einmal hier, zack, zu unserer Plattform oben. Das machen wir insgesamt nur zweimal, das reicht völlig aus, um das Ganze abzustützen. Und wenn wir das soweit haben, gehen wir wieder an unsere Stufen ran und wollen vorne schon mal unsere Fensterreihe reinhauen. Wir lassen unten einfach mal zwei Blöcke Platz, an der Seite eine Reihe Platz und schlagen wir uns hier so eine Reihe frei bis zur anderen Seite, wo wir, sag ich mal, noch vier Blöcke uns mal lassen. Einfach gucken, hier vier Blöcke, wunderbar. Und dann möchte ich mir das Ganze auf eine Dreierhöhe insgesamt hier mal freihauen. So, das heißt, dann oben wie unten platziere ich mir dann einfach noch ein paar Stufen. Dann fliege ich einmal rein und setze mir ab oder nach jedem dritten einfach mal hier noch so eine Betonreihe hin. Kann man insgesamt hier zweimal machen. Und den Rest füllen wir dann einfach noch mit unseren weißen Glasböcken einmal aus. Sobald wir unser Fenster dann einmal reinplatziert haben, wollen wir dann noch eine Tür uns reinbasteln. Wir hatten ja uns hier ein bisschen beiseite platziert. Darüber können wir einfach eine 2x3 Fläche einmal weghauen. An der Seite hier platziere ich mir nochmal ein paar Glasblöcke, setze meine Tür rein, Treppe oben rauf und fertig. Zu guter Letzt können wir noch einmal ringsrum und unsere Tankstelle hier nochmal, sage ich mal, eine Steinstufenschicht langziehen. Und sobald wir denn hier unsere Steinstufenschicht hier einmal ringsherum noch gesetzt haben, kannst du dir natürlich gerne noch ein paar Büsche hinsetzen, ein paar Gräser als Deko. Und dann können, glaube ich, schon die ersten kommen und an deiner Tankstelle tanken. Eine Sache bleibt mir noch, und zwar, ich bin mir ein bisschen unsicher, wie ich das gerne haben will. Ich finde, das Mobschild geht so, man kann aber auch sich noch ein paar schwarze Treppen nehmen und hier hinter einfach das Ganze noch ein bisschen verstärken, unser Schild hier oben, damit man, sag ich mal, hier durchs Loch, sag ich mal, nichts sieht, ne? Dann ist es einfach schwarz. Aber das bleibt hier offen. Das wollte ich nochmal kurz anhängen. Aber nun ist unsere Tankstelle fertig. Ich hoffe, sind wir zufrieden mit der Tankstelle. Jetzt kannst du ranfahren, tanken gehen. Natürlich musst du sie nur einrichten, wenn du möchtest. Da bleibt dir das Stil offen. Sei einfach kreativ und überleg dir was Schönes. Ja, aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dein Haus rein. Und tschüss.